Ich bin Amelie Lopper. Ich studiere hier an der HFMT Dramaturgie, eigentlich mit Schwerpunkt Musiktheater, aber das Drama Festival ist ein Schauspielprojekt, also ich mache auch Schauspielseminare. Ich bin Juno Peter. Ich studiere Schauspielregie im zweiten Jahr, also ich bin im dritten Semester hier an der HFMT Hamburg. Und ich habe beim Drama Festival eine der sechs szenischen Einrichtungen vorgenommen für das Stück Wir schaffen das aus von Silvan Rechtsteiner. Mein Name ist Anton August Duda. Ich komme von der UdK Berlin und bin als Autor beim Drama Festival gewesen. Also habe einen Text verfasst, der dann in diese Lostrommel geraten ist. Und der wurde hier umgesetzt oder eingerichtet, so ins Werkstatt-Inszenierung. Also die Grundidee vom Drama Festival ist, dass verschiedene Sparten oder Disziplinen aus verschiedenen Hochschulen zusammenkommen hier in Hamburg, um einen Text zu inszenieren oder auf die Bühne zu bringen. Einmal der Hochschule in Hannover, da kommen die ganzen Schauspielerinnen her. Dann von der UdK Berlin, da sind die ganzen Autorinnen, die die Texte geschrieben haben und auch immer noch weiterschreiben. Ich glaube, manche Stücke sind auch noch gar nicht abgeschlossen. Und eben wir von der HFMT Hamburg, Dramaturgie und Regie. Und auch Schauspielstudierende sind jetzt noch spontan dazugekommen, weil natürlich Corona auch immer noch ein Thema ist. Und dann haben wir noch ein bisschen umbesetzt, aber. Ja, also ich glaube, die Grundidee vom Festival ist vor allen Dingen so die Connection zu schaffen, also vor allen Dingen zwischen den Hochschulen, aber auch zwischen den Personen. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen in diesen Werkstattformaten, davon machen wir auch in Berlin immer wieder welche, dass man Leute findet, mit denen es künstlerisch irgendwie klickt. Das ist irgendwie ein Forumformat. Also der Start für das Festival war, dass wir Dramaturginnen alle Texte gelesen haben und uns darüber ausgetauscht haben. Und dann hat jeder so einen Text vorbereitet und wir durften uns selber aussuchen, mit welchem Text wir arbeiten wollen. Bei den Regisseurinnen war es was anderes. Denen wurden die Texte quasi zugeteilt, damit es da auch natürlich keinen Streit gibt und so. Ich und Nerina so als Grundteam zusammengekommen und dann in einem weiteren Verfahren haben wir dann die SchauspielerInnen aus Hannover kennengelernt und die durften sich dann auch das Stück wünschen, was sie am interessantesten fanden, weil es gab dann so zwei Treffen, einmal nur persönlich, wo man miteinander gesprochen hat und das zweite war dann so eine Lesewerkstatt und die sind dann, jede Gruppe saß so in einem Raum und die SchauspielerInnen sind dann von Raum zu Raum gewandert. Und wir haben Sachen über das Stück besprochen, haben gemeinsam gelesen, erste Ideen besprochen. Und dann durften wir Regieleute in Absprache mit unserem Team und die SchauspielerInnen dürften Wünsche äußern. Genau, und so wurden wir dann auch wieder von unseren Dozierenden gematcht. Das war schon toll. Auch ja, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn man mit Texten oder mit Stücken arbeitet, die man sich nicht ausgesucht hat, wo man sich auch vielleicht erstmal auf Widerstände stößt und nochmal anders daran gehen muss. Dadurch, dass man halt einen Text zugeteilt kriegt, was ja eigentlich schon auch, also wenn man halt inszeniert und an ein Haus kommt, dann wird einem meistens ein Text gegeben. Vor allem am Anfang, weil man hat noch nicht irgendwie den Standpunkt, sich einen Text zu wünschen, den man inszenieren möchte. Aber man muss dann halt einfach damit umgehen, mit was für einen Text man kriegt. Und das war teilweise schon eine große Herausforderung. Also ganz persönlich finde ich das immer gut im Rahmen von diesem Studium und im Zuge dieses Studiums, wo ja irgendwie wahnsinnig viele Unsicherheiten auch entstehen bezüglich der eigenen Arbeit und Ängste. Es ist immer schön, wenn man diese Form von Wahl und Auswahl hat oder wenn man sich so kennenlernen kann, weil man doch auch begreifen und wirklich internalisieren muss, okay, es gibt einfach Leute, mit denen klickt es. Es gibt nicht so das perfekte Theaterstück, den perfekten Text, sondern es gibt Matches. Leute können einfach mit dem eigenen Schreiben was anfangen und finden da Sachen und andere finden da weniger was zu. Und es gibt Schauspielende, die funktionieren einfach in einem bestimmten Typus sehr, sehr gut und in anderen weniger. Und es ist für mich ein sehr schönes Gefühl, immer zu merken, okay, ich habe wieder Leute gefunden, wenn ich das Gefühl habe, es matcht so. Und ja, man hat halt 9 Tage Zeit. 9 Tage Zeit für 30 Minuten Stück ist halt wenig, sehr wenig, vor allem wenn es ein schwieriger Text ist. Das war halt natürlich alles so eine Herausforderung. Aber
Ich glaube, ich habe extrem viel gelernt. Es waren ja nicht nur neun Tage Proben, aber in diesen auch 4 Monaten Vorbereitungszeit und Weiterentwicklung. Weil man hat nicht oft die Chance, mit lebenden AutorInnen, die aktiv mitreden, zu arbeiten.